Ja, was soll man dazu sagen? Ist zwar schön, wenn der Gegner frische Trainer lobt, aber dazu gehören andere Leute auch dazu. Die, was uns heute da was verhindert haben. Ich muss wirklich Lob der Mannschaft aussprechen, wenn du nach 10 Minuten unberechtigterweise eine rote Karten kriegst. Ich meine damit nicht das Foul oder das gegebene Foul, sondern die 5 Sekunden davor, wo Foul an uns, an Andersen ist im Eck. Da frage ich mich, wo da der Linienrichter, derselbe Linienrichter hingeschaut hat, der was dann dieses Foul gibt zum Freistoß, zum 1:2 für Sturm Graz. Da ist mit zweierlei Maßen gemessen worden. Da war es kein Fall, da gibt es einen Fall, da war es ein klares Fall. Da kann man darüber diskutieren, ob man das geben muss, weil das Wette macht eigentlich alles richtig. Er antizipiert, was der Spieler vorhat, stellt den Körper rein. Natürlich hat er die Hand draußen, aber das ist ganz normal. Und das wird das 2:1, sprich auch das Ausgleichstor, muss man auch wieder da die Herren hinterfragen. Pinky rutscht ganz normal auf den Ball, macht einen Zweikampf. Wie dieser Stürmer einfach in so einer Situation macht, dass er eben diesen Pressball gewinnt. Der Pressball wird entschieden als Foul. Ich weiß zwar nicht warum, da muss man den Schiedsrichter fragen. Aus dieser Situation entsteht das Gegenstoß 1:1. Also viel mehr Szenen, kann jetzt nicht mehr aufzählen, dass ich sage, wir haben heute mehr verdient, als wie dieses 1:2. Aber noch einmal Lob an die Mannschaft, Kompliment, dass sie trotz dieser Entscheidungen wirklich sehr gut dagegen gehalten hat, auch gut nach vorne, teilweise auch gut nach vorne gespielt hat. Und es ist einfach sehr, sehr bitter, dass du durch solche Entscheidungen heute nichts mitgenommen hast, weil wenn man das andere Ergebnis dabei erkennt, weißt du, wie gut, dass da zumindest der eine Punkt, wenn nicht sogar alle drei, die was vielleicht gar nicht so unverdient gewesen wären, wenn denn Sturm Graz hat nicht so viele Möglichkeiten oder nicht so tolle Möglichkeiten gehabt, dass man gesagt hat, das hätte unbedingt müssen da sein. Aber ich sage schon natürlich auch dazu, es ist immer leichter, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, leichter gegen den Ball zum Arbeiten, vor allem wenn du in Unterzahl bist. Geht's dann? Und wenn du in Unterzahl bist, also wie du musst permanent pressen und die Lösungen finden, das ist mir schon bewusst. Aber das ist einfach unsere Art, was wir hier spielen und das gute Umschaltspiel, was wir heute teilweise auch wieder gezeigt haben. Schade, dass die Mannschaft hier durch diese Leistung nicht belohnt worden ist, eben auf gewissen Entscheidungen. Und da kann man jetzt reden und diskutieren mit dem Schiedsrichter. Auch ich war in der Kabine, habe dann weiterhin in Ruhe mit dem Herrn Grobelnik geredet. Er hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich weiß auch nicht, warum, dass ich eine gelbe Karte gekriegt habe. Ich bin einfach nur weggegangen, ohne dass wir vorher irgendwas ausgetauscht hätten oder zwei, drei Sätze. Und dann habe ich mich nur umgedreht und bin weggegangen, weil, bevor dass wir da weiter diskutieren. Und auf einmal drehe ich mich um und bekomme eine gelbe Karte. Nehmen wir es zur Kenntnis aus. Ja, danke Trainer. Darf noch den Philipp um seine Worte bitten. Trainer hat es angesprochen. Trotz Unterzahl war heute mindestens ein Punkt, wenn nicht noch mehr, möglich für die Mannschaft. Ich glaube, tolle Leistung auch deiner Vorderleute, die am Platz gestanden sind, die neuen, die noch da waren. Wie hast du heute das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, dass wir alles sehr, sehr gut verteidigt haben, gerade in Unterzahl gegen sie. Auch offensiv trotzdem ein paar Nadelstiche setzen konnten. Und wie der Trainer schon richtig gesagt hat, wenn man dann durch solche Entscheidungen ein bisschen in die Scheiße geritten wird, wie es schon irgendwie gefühlt die ganze Saison ist, dann macht das einen natürlich sehr sauer. Ich glaube, so war auch die Stimmung nach dem Spiel. Aber ich glaube, wir können gut drauf aufbauen, auf unsere Leistung, weil die war, glaube ich, sehr gut. Und vielleicht haben wir auch die letzten beiden Spiele mal ein bisschen mehr Glück, dass diese kleinen 50-50-Entscheidungen, teilweise waren es keine 50-50-Entscheidungen, aber dass die vielleicht mal zu unseren Gunsten fallen und wir uns dann endlich belohnen können für unsere harte Arbeit. Dankeschön, Philipp. Es gibt die erste Frage vom Herrn Kurka, bitteschön. Trainer, bitte, um das noch einmal
aufzuarbeiten, damit man da, weil man weiß ja dann auch, wie die Schiedsrichter und der Fußballverband da alles dann wieder zerpflücken. Aber das Problem war also nicht das Foul vom Wimmer, das war auch an der Grenze, aber man kann es schon geben. Aber das Problem war davor, dass ein Foul am Anderson nicht gegeben wurde. Wenn ich dort vorne die richtige Entscheidung mache vom Schiedsrichterteam, dann kommt es nicht mehr zu dieser anderen Aktion. Fakt. Ausgleichstor. Pinky spielt da ganz klar im Ball. Natürlich, Affengruber kommt mit auf den Pressball. Ich glaube, Affengruber war es. Weder ein Foul noch sonst irgendwas, ein reiner Pressschlag. Wieder Entscheidung gegen uns. Wieder die Aktion, Patsch, Ausgleich. Also, das sind ja dann Fakten, das sind ja dann Tatsachen. Und dann kann man nicht sich ausreden und kann man sagen, ja, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre das andere nicht passiert. Also, das waren schon, vor allem diese rote Karten ist einfach der springende Punkt. Das hat man auch von unserer Bank gesehen, dass das ein ganz klar, wir haben eher sogar geglaubt, vermutet auf einen Elfmeter sogar vom Fall her. Dass kein Elfmeter war klar, weil es, glaube ich, außerhalb von Strafe war, aber das Fall war da. Und warum das der Schiedsrichter, der selbe Schiedsrichter, der was dann in der 86. Minute ein Foul wachelt, wo der Spieler clever ist, dass er weiß, hoppala, der will ihm da jetzt überlaufen und stellt sich nur davor, mehr oder minder. Natürlich, dass die Hand dabei ist, ist klar, aber wenn man das jetzt schon gibt, aber gut, wie schlimm ist das, dass er dann jetzt in einer Woche Statistik kommt und wir haben schon 15 Mal nicht gewonnen und was ich weiß, also was dann aufdeckt wird und keiner berechnet aber diese Entscheidungen. Ich habe es vorhin in einem Interview bei der ORF gesagt, also, glaube ich, in Österreich braucht sich jetzt kein Verein über Fehlentscheidungen mehr beschweren. Sie werden sie zwar auch, aber in der Masse sind wir, ist Austria Klagenfurt der Verein, der was mit den meisten Fehlentscheidungen, meisten roten Karten mit diesen Entscheidungen zum Leben hat und das ist einfach auf die Dauer nicht mehr tragbar, muss ich sagen. Und da war auch davor, aber da haben Sie dem Linienrichter mehr Schuld gegeben als dem Head-Schiedsrichter. Also an dem Foul am Anderson, weil er dann, das andere hat er ja gesehen. Ja, wenn man das jetzt richtig, ja, wenn man es jetzt daher nimmt, das Pink-Foul oder das sogenannte Pink-Foul, was kein Foul war, das sieht er und das tut sich da nicht. Das, was aber lupenreiner war, also das war ja offensichtlicher, das Anderson-Foul. Aber er hatte ja noch Hilfe von seinen Assistenten. Aber im Endeffekt, wir stehen jetzt da, wir können diskutieren bis in Nimmerleinstag. Wir stehen ohne Punkte da, unverdient ohne Punkte, weil die Mannschaft hat sich heute aufgrund der Leistung mehr verdient. Es ist zum Verzweifeln, weil es nie aufhört. Und es ändert sich auch nichts. In einer Weise sage ich, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und. Ich frage mich halt nur, warum das im Großteil immer bei uns diese Fehlentscheidungen sind. Und ich bleibe dabei, dass dieses erste Tor oder diese rote Karte einfach das Foul an den Andersen ist. Weil damit kommt es ja nicht mehr zu der Folgesituation, dass der den langen Ball spielen kann. Ja, und wenn dieser Schiedsrichter nicht einsicht, dann verstehe ich es auch jetzt irgendwie nicht. Aber trotzdem schmeckt das gut, das Mango-Mix. 28 Black. Das hast du gesagt. Möchte noch jemand? Ja. Was hat der Schiedsrichter dann, weil Sie mit ihm dann auch nach dem Match gesprochen haben, also war er komplett uneinsichtig? Das soll er kommentieren. Das, ich will das nicht. Das, was ich mit dem Schiedsrichter in der Kabine rede, das kann gerne der Herr Grobelnik. Ich werde dazu nichts sagen. Ich gehe einfach nach dem Spiel, trotzdem, wenn man nicht einverstanden ist, bin ich aber trotzdem noch immer so alt schon, dass ich sage, hoppala, nein, man muss reingehen und zumindest kurz mit ihm sprechen. Was ich nicht ganz eisig ist sein Assistent, weil der sieht seinen Fehler nicht ein. Da bin ich halt natürlich nicht einverstanden. Aber es wird das Problem sein, wir kommen noch einmal wahrscheinlich auf einer. Trainer, und jetzt muss man aber sagen, ich meine jetzt,
trotz allem Pechs heute, auch wenn du das Spiel von oben gesehen hast, man war wirklich gleichwertig. Das 1:1 wäre für mich gerecht gewesen, jetzt vom Spiel her. Aber trotzdem sind noch zwei Spiele offen und es ist nichts verloren, Gott sei Dank. Ja, aber es ist schon besser, wenn du heute zumindest einen Punkt mitgemacht hast oder im Endeffekt sogar, wenn du 1-0 führst. Aber ich habe es ja vorher schon betont. Natürlich ist es immer leichter, gegen einen Ball zu arbeiten, das machen wir fantastisch zeitweise, als wie mit dem Ball. Also jeder, der was selber Fußball gespielt hat und ab und zu habe ich auch mitspielen dürfen bei Vereinen, weiß ich, wie schwer das ist, wenn du keinen Raum kriegst, wenn du keine Tiefe kriegst, wenn du die Lösungen nicht so richtig hast, dass du dann schwer zu Torschancen kommst. Und da machen wir momentan den Vereinen das Leben sehr, sehr schwer und haben auch die Qualität, gut nach vorne zu kommen. Aber natürlich, sage ich, dieser eine Punkt, es geht ja auch, weil es wird immer dann gerne immer die Statistik hergenommen. Aha, jetzt wieder, jetzt haben wir praktisch das vierte Mal gegen Sturm Graz verloren und wenn man alle vier Spiele hernimmt, waren wir eigentlich nur in einem Spiel die schlechtere Mannschaft im Herbst, beim letzten Spiel im Dezember, bei den 0-3 da zu Hause und die anderen drei Spiele waren alle drei offen, die hätten alle anders in eine andere Richtung gingen, alle drei, aber so ist halt dann die Realität, aber es sind halt Entscheidungen dabei, mit denen ich natürlich schwer umgehen kann und wenn es die jedes Mal trifft, dann wird es schon langsam fad und ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, das ist das Hauptproblem, was kann man dagegen tun, dass die Schiedsrichter nicht mit Absicht machen, das ist mir auch klar, das ist mir schon klar, aber es scheinbar ist da irgendwo durch den VAR irgendwo immer diese Entscheidung, treffen sie es selber oder wenn sie rausgehen, kriegen sie einen Abzug. Ja, also ich finde diese Regelung auch nicht in Ordnung, weil ich mein, man sieht in einer Zeitlupe, 8-mal Zeitlupe, eine Situation anders als wie im selben Moment, so wie es in der Realität sieht. Und wenn man dann halt dann 3-mal Kamera und verschiedene Einstellungen, war doch eine andere Situation. Und wenn er dann rausgeht, kriegt er einen Punkteabzug oder was. Also, wem das eingefallen ist, ist wahr, Ingenieur. Gibt es noch Fragen? Wir könnten noch viel besprechen, wahrscheinlich. Ist vorerst alles. Allen Müttern alles Gute zum Muttertag. Muss ich dazu sagen. Ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. Jawohl. Die wichtigste Botschaft des heutigen Tages. Ja, weil die Mütter für uns verantwortlich waren. Für die nicht, aber. Sonst hätten wir heute keine Mannschaft. Der Trainer hat einen Schmerz und noch einen Niederlag. Ha? Ja, aber das muss man sagen, Coach, man heute, das ist das einzig Positive nach den vielen roten Karten. Heute haben sie das wirklich relativ locker genommen und sie wirken jetzt sehr entspannt. Ja, weil sie im Endeffekt, ich kann es nicht. Ich könnte mich jetzt aufbuddeln und könnte immer dumm hauen und immer dumm schimpfen. Und dann lässt aber dann am nächsten Tag wieder, so wie vorige Woche, ich habe vorige Woche irgendwem was getan. Da war eine Schlagzeile, Backel tobt und was ist was. Ich habe ganz normal gesagt, dies und diese Entscheidung. Und dann solche Schlagzeilen brauche ich eigentlich nicht. Nur, dass man irgendwo was verkauft oder was ich was. Ich finde das eigentlich oft von Journalisten, die was sowas machen, ein bisschen unverschämt auch, dass man sich auf Kosten von anderen irgendwie eine Schlagzeile macht, obwohl das gar nicht so ist. Dass man sich natürlich nicht immer hersetzen kann und lustig tralala machen kann, ist auch klar, aber man muss das halt nicht reflektieren und ich kann es jetzt nicht mehr in dem Moment nicht mehr ändern. Es ärgert mich, natürlich, brauche ich nicht, dann wäre ich nicht ich, wenn ich es nicht zugebe, aber bevor dass ich dann noch weitere Dinge sage oder was, wo es dann vielleicht in eine andere Richtung geht, wo es dann vielleicht sagt, hoppala, der ÖFB ist damit nicht einverstanden mit so einer Aussage oder was, oder gegen Schiedsrichter, versuche ich halt, das irgendwie so zu glätten. Ich meine, ich kenne einen Großteil dieser Schiedsrichter noch aus der Vergangenheit, weniger die Jungen, so wie die zwei Linienrichter heute, vor allem der eine, der wird, keine Ahnung, lang und dünn ist er. Und nicht Klagenfurt, Freundlichkeit gewesen, bei zwei Entscheidungen. Naja, schade halt, nicht? Wenn wir sie mehr verdient hätten. Und eine tolle Kulisse halt, wenn man bedenkt. Ja, tolle Kulisse, auch sehr viele Grazer Fans da, Hut an. Und das am Muttertag.
Ich muss mir ein Kompliment machen, dass sie war ein schöner Sektor heute. Ja, dann hoffen wir auch nächste Woche auf eine tolle Kulisse. Auch der Heimfans gegen Austria Wien am Sonntag ab 17 Uhr. Dankeschön.